Guten Tag, meine Damen und Herren. Nach längerer Pause melde ich mich mal wieder mit einem Video bei Ihnen. Es hat in der Zwischenzeit nicht wirklich viel Neues gegeben, worüber man berichten könnte. Man könnte zwar jammern, man könnte über die Nikotinsteuer in Deutschland jammern, man könnte über die diversen Aromenverbote diskutieren und jammern, die in vielen Ländern geplant sind oder auch schon beschlossen. Aber das Jammern bringt nichts. Ich bin auch der Überzeugung, dass es nicht viel bringt, zu versuchen, Politiker zu informieren. Politiker wissen ganz genau, was sie tun. Die braucht man nicht informieren. Ja, die wissen Bescheid, die kennen die Situation des Dampfens und die wissen ganz genau, dass das gesundheitliche Vorteile bringt. Aber es geht halt ums Geld. Es geht um sehr viel Geld. Es geht um viel mehr Geld, als uns zur Verfügung steht. Gar keine Frage. Denken Sie an zum Beispiel Bloomberg, der Milliarden investiert in Aktionen gegen E-Zigaretten und gegen das Dampfen, der jetzt kürzlich sogar einen Artikel der WHO finanziert hat. Ja, dagegen haben wir schlichtweg keine Chance, da fehlen uns die Mittel. Was wir aber können, wir können umstiegswillige Raucher informieren, sachlich informieren. Nicht so, wie das die Medien tun, mit Horrorgeschichten, sondern mit Fakten und versuchen, sie zu überzeugen. Und das ist eigentlich auch ein wesentlicher Zweck meines Kanals. Nur habe ich mittlerweile schon so viele Videos hier gemacht, dass es unzumutbar ist für jemanden, das sich alles anzuschauen. Und ich wurde immer wieder gebeten, eine Zusammenfassung, so quasi einen Digest des Ganzen zu machen. Und da habe ich mich jetzt entschlossen, das tatsächlich zu tun, damit es ein Video gibt, das ein bisschen kürzer ist und dass man dann das tatsächlich auch verteilen kann und dass sich Leute anschauen können. Ja? Ich habe aber natürlich nicht die Zeit, dass ich alles hier jetzt im Detail bespreche. Außerdem habe ich mich jetzt dazu entschlossen, auf vier wesentliche Punkte zu fokussieren. Wesentlich deshalb, weil ich glaube, dass das die Hauptgründe sind, die über die Medien kolportiert werden und die Raucherinnen und Raucher dann vom Umstieg abhalten. Diese vier Punkte habe ich hier gelistet. Das erste wäre, dass das Dampfen ähnlich schädlich oder sogar noch schädlicher ist als das Rauchen. Dass die Schädlichkeit des Rauchens durch Nikotin verursacht wird. Dritter Punkt, dass das Hauptproblem die Nikotinsucht sei, die man bekämpfen muss. Und der letzte Punkt, da werde ich mich dann ganz kurz den Aromen widmen, die einerseits möglicherweise schädlich sein könnten, das ist die Sorge von vor allem Dampfern, die Angst haben, dass sie sich da irgendwas Schädliches reinziehen und andererseits aber, was das Thema im Gesundheitswesen ist und in der Politik, dass sie angeblich Kinder zum Rauchen und dann später auch, also zum Dampfen zunächst und später auch zum Rauchen verführen. Ich beginne jetzt mit dem ersten Punkt, dass das Dampfen ähnlich schädlich ist wie das Rauchen. Wann immer ich, oder sehr häufig, wenn ich Raucher versuche darauf hinzuweisen, dass es auch E-Zigaretten gäbe und ob sie nicht sich überlegen wollen, darauf umzusteigen, bekomme ich als Antwort, dass das Zeug genauso schädlich ist wie das Rauchen. Das wissen sie genau, das haben sie überall gelesen. Das ist also weit verbreitet, ist aber eine eklatante Fehleinschätzung, selbstverständlich. Widerspricht dem Hausverstand, widerspricht auch allen Studien, die wir kennen. Der wesentliche Punkt, der hier häufig genannt wird, ist, dass der Dampf krebserregende Stoffe oder toxische Stoffe enthält. Und diese Aussage ist auch korrekt. Das tut er tatsächlich, er enthält das. Aber die Aussage ist auch irreführend. Um das schön zu illustrieren, möchte ich ein Beispiel nehmen, was nichts mit dem Dampfen zu tun hat, sondern mit Windrädern. Gegen Windräder, mit denen man erneuerbare Energie erzeugen möchte, wird gelegentlich argumentiert, dass sie Vögel töten. Und das ist auch richtig. Aus Daten aus den USA zeigen, dass die Windräder in den USA jährlich 250.000 Vögel töten. Das ist eine entsetzliche Zahl, diese armen, lieben Vögel, die dann nur wegen unserer Windräder sozusagen zu Tode kommen. Das Ganze wird aber relativiert, wenn man sich insgesamt die Zahl der toten Vögel in den USA anschaut. Das habe ich hier auf dem Bild und hier sehen Sie, dass tatsächlich Windräder, das war 2017, 234.000 Vögel getötet haben. Aber Katzen haben 2,4 Milliarden Vögel getötet und Autos noch einmal 600 Millionen. Wenn man so wirklich die Vögel retten will, müsste man zuallererst einmal die Katzen ausrotten und dann auch das Autofahren verbieten. Sie sehen schon, das sind korrekte Zahlen, das ist nicht gelogen mit den 250.000, aber es ist eine Irreführung der Bevölkerung.
Und Ähnliches gilt auch für den Dampf, für das Dampfen. Ja? Der Dampf enthält tatsächlich toxische, krebserregende Stoffe, allen voran natürlich die Carbonylverbindung Formaldehyd. Und der Formaldehyd ist auch in unserer Umgebungsluft enthalten, ja sogar in unserer Atemluft ist er enthalten. Diese Aussage ist also sinnlos und irreführend, wenn man sich nicht die Zahlen anschaut. Und da gibt es also mittlerweile Dutzende von Emissionsanalysen. Also ganz viel ist publiziert. Ich habe mir als Beispiel jetzt was Aktuelles rausgesucht, was unabhängig von der Industrie publiziert wurde, von einer Gruppe der Universität in Lille. Und da sehen Sie hier die Daten, Vergleich Zigarette, Tabakerhitzer und E-Zigarette. Egal was man misst, oben haben Sie die Carbonylverbindungen, unten haben Sie die aromatischen Kohlenwasserstoffe, die polyzyklischen. Und in beiden Fällen ist in E-Zigaretten die Emission, also haben wir, glaube ich, auf 0,2% und einmal auf 0,4%. Also in beiden Fällen Schadstoffemission unter 1% im Vergleich zu den E-Zigaretten. Ja? Also die sind nicht ein bisschen weniger schädlich, die E-Zigaretten, sondern um ein Vielfaches. Wie weit diese Restschädlichkeit, die man hier sieht, diese Stoffe dann relevant sind, das würde ich in Frage stellen. Wenn Sie in einem urbanen Umfeld leben, sind Sie mit vielen Quellen von Schadstoffen konfrontiert. Ob das hier eine Rolle spielt oder nicht, wage ich nicht zu beurteilen. Die Behauptung, dass E-Zigaretten ähnlich schädlich werden, widerspricht nicht nur diesen Emissionsanalysen, sondern auch allen klinischen Studien, also Studien am Menschen, wo man Umsteiger beobachtet hat auf Lungenfunktion, Herzfunktion und vor allem auf Funktion von Blutgefäßen. Das ist besonders spannend, dass in den letzten 2 Jahren sind da 3 oder 4 exzellente Arbeiten erschienen, die gezeigt haben, dass sich die Funktion von Blutgefäßen kurze Zeit, 1 bis 6 Monate nach dem Umstieg, bereits völlig normalisiert und ähnlich ist wie jene von Nichtrauchern. Also das ist, ich mache dazu vielleicht ein eigenes Video mal, allerdings ist es ein bisschen technisch vermutlich, ja, weil es doch ins Detail geht. Aber mir gefällt das so, weil ich mich da sehr gut auskenne. Die Frage, die sich ja noch stellt, und dazu habe ich hier ein Bild, ja, ist, ob wenn jetzt Nichtraucher mit dem Dampfen anfangen, ob die sich irgendwie schädigen, ja, ob diese Restschädlichkeit sozusagen relevant ist für Leute, die niemals in ihrem Leben geraucht oder gedampft oder was auch immer haben. Und die findet man selten, weil es also relativ wenige Nichtraucher gibt, die dann längere Zeit auch dampfen und die man beobachten könnte. Ricardo Polosa hat eine solche Studie vor einigen Jahren veröffentlicht, wo er genau solche Leute 3,5 Jahre beobachtet hat und deren Gesundheitsparameter gemessen hat. 2 sieht man hier, nämlich das ausgeatmete Stickstoffmonoxid und das Kohlenmonoxid. Und in beiden Fällen sehen Sie keinen Unterschied zwischen Nichtrauchern und also nicht dampfenden Nichtrauchern und den Dampfern. Also auch hier gibt es offenbar keinen gesundheitlichen Nachteil, wenn man mit dem Dampfen beginnt. Nicht nur klinische Studien, Emissionsanalysen, auch der Hausverstand sollte Ihnen eigentlich klar zeigen, dass es besser ist, den Nebel von einer erhitzten Flüssigkeit zu inhalieren als Verbrennungsrauch. Bereits unsere Vorfahren haben Kamine erfunden und gelernt, dass sie in Innenräumen kein Feuer machen sollen, weil sie dann nämlich daran sterben können. In dem Fall ist es Kohlenmonoxidvergiftung, das CO, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht und natürlich auch im Tabakrauch ist. Da haben Raucher permanent eine moderate Kohlenmonoxidvergiftung. Da kann man nachweisen, im Blut und in der Außenatemluft das Kohlenmonoxid. In E-Zigaretten ist es nicht da, wenn nichts verbrannt wird. Auch das wurde in mehreren Studien immer wieder demonstriert. Ein Beispiel habe ich hier, weil ich es gerade zur Hand hatte. Das ist von Ricardo Polosa, wo er CO in der Ausatmenluft gemessen hat. Und hier sehen Sie also die Raucher mit schwarzen Kugeln, dann diejenigen, die das Rauchen reduziert haben, mit den weißen Äckern, und dann ganz unten diejenigen, die vollständig umgestiegen sind. Und die sind im Bereich des CO-Gehalts, den man auch bei Nichtrauchern, bei Lebenslangen findet. CO ist ein Stoffwechselprodukt. Sie bilden das Endogen beim Abbau von Hämoglobin durch die Hemoxygenase und damit atmen wir alle regelmäßig kleine Mengen an CO aus. Aber bei Rauchern ist das dann entsprechend erhöht und nach dem Umstieg schaut es aus wie bei Nichtrauchern, was auch zu erwarten wäre, weil keine Verbrennung stattfindet. Abschließend möchte ich hier somit einen Merksatz hier
bringen. Das ist eine Take-Home-Message. Wenn Sie sonst gar nichts gemerkt haben vom Video, aber das merken Sie sich bitte. Die Schädlichkeit von E-Zigaretten ist 100-fach geringer als jene von Tabakzigaretten. Sie sind also nicht nur ein bisschen weniger schädlich, wie oft dann selbst also die Gegner dann konzidieren sozusagen, die da sagen, ja, die Tabakzigarette ist ja das schädlichste Produkt auf der Welt. Das habe ich mal von, hat die Frau Bosch schon mal erzählt, das hört man immer wieder. Bin nicht der Meinung, dass die Tabakzigarette das schädlichste ist, aber sie ist definitiv schädlich. Und wenn dann E-Zigaretten ein bisschen weniger schädlich sind, na, das ist keine große Kunst. Die sind um ein Vielfaches. Ich würde sagen, sie sind, wenn man die klinische Relevanz betrachtet, de facto unschädlich, ja. Und das sollten wir uns bitte merken. Die Schädlichkeit ist um ein 100-faches geringer und wahrscheinlich klinisch irrelevant. Der zweite Punkt, den ich kurz besprechen möchte, ist die weit verbreitete Meinung, dass die Schädlichkeit des Rauchens auf Nikotin beruht. Wir wissen seit 50 Jahren, dass das nicht der Fall ist, aber dennoch meinen viele Leute, dass das Nikotin das eigentlich böse ist und man muss das Nikotin verhindern. Und wenn man umsteigt auf nikotinhaltige E-Zigaretten, dann wäre dieser Zweck nicht erfüllt. Ich habe das Thema Nikotin in früheren Videos ausführlich behandelt. Das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema und habe hier nicht die Zeit und möchte es auch auf keinen Fall hier alles noch einmal aufrollen. Was ich tun werde, ich werde einige Folien Ihnen hier präsentieren. Da können Sie das Video anhalten, sich das durchlesen und ich werde auch relevante Videos dazu dann in der Videobeschreibung verlinken. Diejenigen, die das näher interessiert, können sich das dann noch einmal anschauen. Und beginnen möchte ich hier mit den Nikotinwirkungen. Hier sehen Sie, dass es sowohl periphere als auch zentrale Wirkungen gibt. Da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, möchte aber auf den letzten Punkt, nämlich auf den Effekt in hoher Dosierung eingehen. Sie wissen, vielfach wird behauptet, Nikotin sei ein Nervengift. Und das ist auch wieder eine Aussage, die prinzipiell richtig ist, aber irreführend, weil es in normaler Anwendung, also beim Rauchen, Dampfen, Snoosen, was auch immer man tut, wird man nicht die erforderlichen Plasmakonzentrationen erreichen. Um diesen Effekt zu sehen, diesen neurotoxischen Effekt, wo wirklich Nervenzellen sozusagen in ihrer Funktion beeinträchtigt werden, müssen Sie sich das intravenös spritzen. Oder vermutlich funktioniert es auch, wenn Sie ausreichende Mengen davon trinken. Sie brauchen sehr hohe Plasmaspiegel, die Sie beim Rauchen oder Dampfen niemals erreichen. Also das ist auch eine Form der klassischen Irreführung. Das Zweite wäre hier, und das möchte ich unbedingt nicht unter den Tisch fallen lassen, damit man mir nicht unterstellt, ich würde hier Nikotin verharmlosen, das wären die möglichen Gesundheitsrisiken des Nikotinkonsums. Ich habe hier alles aufgelistet, was irgendwie relevant sein könnte, obwohl die Evidenz vorwiegend aus Tierversuchen kommt und es am Menschen also keine Hinweise gibt, dass es diese Schädlichkeit tatsächlich gibt und dass sie relevant wäre. Aber das sind Bedingungen, wo man zumindest vorsichtig sein sollte. Das erste ist die Schwangerschaft. In Tiermodellen wurde gezeigt, dass Nikotin die Embryonalentwicklung beeinträchtigt. Aber Tiermodelle sind, und das habe ich auf dieser Folie ganz unten dann extra nochmal dazu geschrieben, Tiermodelle sind gerade für die Nikotinforschung ungeeignet, weil die Ergebnisse nicht übertragbar sind, aus Gründen, die mir nicht ganz klar sind. Einerseits haben die Nager natürlich einen anderen Stoffwechsel als der Mensch und dann das Zweite mag dann auch die Dosierung eine Rolle spielen, die da nicht passt. Wie auch immer, in Tieren, in Ratten und Mäusen sieht man viel, was man Menschen nie gesehen hat. Das betrifft auch die Embryonalentwicklung. Schwangeren Frauen wurden Untersuchungen gemacht, also die hat man mit Nikotin behandelt und dann hat man den Nachwuchs beobachtet jahrelang und hat keinen Effekt auf den Nachwuchs gesehen. Also am Menschen schaut es nicht so aus, wie wenn das schädlich wäre. Und schwangere Frauen, die mit dem Rauchen nicht aufhören können, sollten auf alle Fälle auf Nikotinprodukte, also entweder Nikotinersatz aus der Apotheke oder E-Zigaretten umsteigen und auf keinen Fall weiter rauchen. Und ein Ähnliches gilt, das steht hier nicht drauf auf der Folie, aber gilt für die Gehirnschädigung. Wir hören immer wieder, Jugendliche sollten auf keinen Fall mit Nikotin konsumieren, weil es deren Gehirn schädigt. Das sieht man tatsächlich mit heranwachsenden Ratten, die dann irgendwie beeinträchtigt werden, wenn man sie mit Nikotin behandelt. Aber am Menschen, ich meine, fast alle Raucher haben als Teenager mit dem Rauchen begonnen. Dazu gibt es Zahlen. Ich glaube, das sind fast 90% der Raucher, die in dem Alter beginnen. Sind die jetzt alle gehirngeschädigt? Wo sind die ganzen gehirngeschädigten Raucher? Bin ich gehirngeschädigt? Ich habe mit 12 oder 13 begonnen. Ja, das kann man sagen, jeder, der raucht
oder geraucht hat, ist irgendwie gehirngeschädigt. Okay, dann ist es eine ewige Wahrheit. Aber ich habe also nicht das Gefühl, dass mein Gehirn extrem geschädigt wurde dadurch. Aber diese Behauptung kursiert und da sind dann Eltern natürlich panisch, wenn ihre Kinder irgendwie auch nur einmal an einer E-Zigarette ziehen. Ja? Und ein wirklich wichtiges Thema ist, wäre aber der Krebs, ja, die Krebserregung durch Nikotin. Nikotin ist ja nicht als krebserregend eingestuft, aber Gesundheitsexperten unter Gänsefüßchen, also E-Zigarettengegner in der Wissenschaft, bemühen sich hartnäckig, hier eine Krebserregung nachweisen zu können. Die malträtieren Ratten und Mäuse mit hohen Konzentrationen an Nikotin, um nach langer Zeit irgendwann vielleicht doch einen Tumor zu entdecken. All diese Dinge kann man sich eigentlich sparen, weil es epidemiologische Daten gibt, also Daten auf Bevölkerungsebene, die das klar widerlegen. Und dazu gehe ich jetzt nach Schweden. Hier haben sie die Raucherquoten in Schweden der letzten 20 Jahre und die haben sie kontinuierlich abgenommen. Hier geht es bis 2022. Mittlerweile, habe ich gelesen, sind die Raucherquoten in Schweden unter 5%. Das heißt, Schweden darf sich gemäß WHO-Definition als rauchfrei bezeichnen. Ja? Allerdings nicht als nikotinfrei, denn gleichzeitig ist der Konsum an Snus hochgegangen. Wenn man das zusammenzählt, sieht man, dass der Nikotinkonsum auf Bevölkerungsebene eher zu als abgenommen hat. Ja? Was ist aber die Konsequenz dessen auf die Mortalität? Und das sehen wir hier im rechten Bild. Ja? Die Lungenkrebsmortalität in Schweden, das ist der rote Balken, im Vergleich zu anderen EU-Ländern. Und es ist, die Mortalität beträgt circa die Hälfte vom EU-weiten Schnitt. Das heißt, Schweden ist also wirklich ein Paradebeispiel für Tobacco Harm Reduction auf Bevölkerungsebene. Und ich glaube, diese Daten widerlegen auch glasklar, dass hier Nikotin an den Krebserkrankungen von Rauchern beteiligt ist. Ich möchte dieses Kapitel nicht abschließen, ohne auch auf die Vorteile, auf die möglichen Vorteile des Nikotinkonsums einzugehen. Das wird häufig unter den Teppich gekehrt, ja, weil das irgendwie politisch inkorrekt ist. Aber es ist sehr, sehr gut dokumentiert, dass in vielen Situationen der Nikotinkonsum auch vorteilhafte Effekte haben kann. Es ist somit von der Ausgangslage, von der individuellen abhängig, ob Ihnen Nikotinkonsum nicht vielleicht sogar hilft. Ja, es schützt Sie vor verschiedenen Erkrankungen und hilft vor allem bei kognitiven Problemen und Denkstörungen und dergleichen. Ja, da gibt es gute Evidenz und es ist wie bei vielen Dingen in diesem Leben, dass Schädlichkeit oder Nutzen von der individuellen Ausgangslage abhängig ist. Bewusst ausgeklammert habe ich bisher die Nikotinsucht, also das Suchtpotenzial von Nikotin. Und hier gibt es die Behauptung, dass man die Nikotinsucht bekämpfen muss. Ja? Und das ist für viele Argument, dass der Umstieg auf nikotinhaltige E-Zigaretten den Zweck eben nicht erfüllt. Ja? Weil man nur eine Sucht durch eine andere austauscht, so wird argumentiert. Nun, das Suchtpotenzial von Nikotin wird häufig mit dem von Heroin verglichen, was definitiv Unsinn ist. Allenfalls könnte man das mit der Tabakabhängigkeit, die sehr stark ist, machen, wenn man unbedingt möchte. Aber fürs reine Nikotin gilt das ganz sicher nicht. Es ist unglaublich, dass reine Nikotin überhaupt Sucht erzeugen kann. Das ist ein kontroverses Thema. Aber man hält wahrscheinlich beim Umstieg seine Sucht aufrecht. Das ist durchaus möglich. Also ich bin nach wie von E-Zigaretten genauso abhängig, wie ich es früher von Tabakzigaretten war. Aber man muss also hier, wenn man das Suchtpotenzial von des Zigarettenrauchen sich anschaut, bedenken, dass es mehr Komponenten der Abhängigkeit gibt, nicht nur das Nikotin. Hier habe ich eine Folie, die ich früher schon gezeigt habe und ich so auch in meiner Vorlesung immer wieder zeige, die Komponenten der Abhängigkeit von Rauchern. Das ist also natürlich das Nikotin, das Dopaminfreisetzung macht und da durchaus dazu beitragen kann, aber eben in Kombination mit anderen Inhaltsstoffen. Wichtig ist auch das konditionierte Verhalten, also das Ritual, ist eine starke Verhaltensabhängigkeit, weshalb ja auch die meisten Entwöhnungsprogramme für Raucher dann auch mit Verhaltenstherapie einhergehen. Und zuletzt hätte ich hier noch den Throat Hit erwähnt, also das Gefühl, dass etwas ankommt im Hals. Das kennen viele von uns, ja. Das ist also diese Reizung vom Hals und der Bronchien, wenn man inhaliert. Und auch dazu gibt es Studien, es gibt mehrere, eine habe ich Ihnen hier verlinkt, die zeigt, dass dieser Throat Hit entscheidend ist für die Befriedigung von Rauchern beim Rauchen. Ja? Insgesamt zeigen die Daten und auch vor allem Umfragedaten, dass Dampfer offenbar weniger abhängig sind
Und ihr, als Zigarettenraucher, also dass ihr Suchtdruck nach dem Umstieg abgenommen hat. Das ist aber sicherlich individuell verschieden. Ich kann das für mich zum Beispiel nicht behaupten, aber da ist jeder anders. Im Durchschnitt die Studien zeigen, dass die Abhängigkeit geringer ist. Jedenfalls kann die Aufrechterhaltung der Abhängigkeit, das mag durchaus sein, da gibt es ja Tierversuche, die das zeigen, dass man Tiere tabakabhängig macht und dass die dann nikotinabhängig bleiben. Alles möglich, ja. Aber das kann nie und nimmer Argument gegen den Umstieg sein. Raucher sterben nicht an ihrer Abhängigkeit, sondern die sterben an der Inhalation von diversen schädlichen Substanzen im Tabakrauch. Interessanterweise wird die Nikotinsucht von Gesundheitsorganisationen zu einer Bedrohung geradezu für die Menschheit hochgespielt und aufgebläht. Während man über die viel weiter verbreitete Koffeinsucht kein Wort verliert. Das interessiert niemanden. Kaffee trinken tut nicht jeder. Jemand hat einmal gesagt, wenn man Kaffee inhalieren würde, wäre das Koffein wahrscheinlich verboten und möglich. Ja? Zum Thema Koffeinsucht habe ich vor einigen Jahren einmal einen satirischen Text verfasst, um zu illustrieren, wie absurd das Argument gegen die Nikotinsucht ist. Ich habe hier einen Ausschnitt daraus für Sie hereinkopiert, verlinke aber den gesamten Text sowohl in deutscher wie in englischer Version unter dem Video dann. Ich denke, der illustriert sehr schön, wie absurd diese Argumente sind. Auch hier habe ich wieder einen Merksatz am Ende. Abhängigkeit ohne Schädigung von sich selbst oder Dritten ist gesundheitspolitisch irrelevant. Es geht weder den Staat noch Gesundheitsbehörden etwas an, wovon ich abhängig bin. Wir sind wahrscheinlich alle mehr oder minder von irgendwas abhängig. Wenn man wirklich völlig frei von Abhängigkeit sein möchte, dann sollte man natürlich auch nicht dampfen, also soll man mit dem Rauchen aufhören und nicht dampfen. Und dann sollte man sich aber wahrscheinlich viele andere Dinge auch abgewöhnen. Mein vierter und letzter Punkt betrifft jetzt die Aromen. Da sind zwei Aspekte zu unterscheiden, einerseits die Schädlichkeit und andererseits die Verführung von Kindern. Viele Dampfer sorgen sich, dass das eine oder andere Liquid, das sie dampfen, Aromastoffe enthält, ihnen Schaden zufügen könnten. Und diese Sorge ist durchaus berechtigt, weil man das ja nie mit Sicherheit ausschließen kann. Das wesentlichere Thema ist aber die Verführung von Kindern. Aber vielleicht zunächst einmal der wichtigste Punkt ist, Aromen dienen dem Geschmack von E-Zigaretten. Und E-Zigaretten sollen schmecken, wie jedes andere Produkt. Davon hängt deren Akzeptanz ab. Das gilt für Speiseeis genauso wie für Alkohol oder diverse Lebensmittel, die aromatisiert sind. Man ist interessiert daran, dass ein Produkt schmeckt. Das sollte eigentlich auch Entscheidungsträgern einleuchten, die jetzt über Aromenverbote für E-Zigaretten diskutieren. Wenn ich deren Attraktivität einschränke, reduziere ich die Wahrscheinlichkeit, dass Raucher darauf umsteigen werden, weil es einfach dann grauslich schmeckt. Ja, man will aber, dass es gut schmeckt. Das ganze Thema ist schwierig, weil es so viele verschiedene Liquids und Aromastoffe gibt. Vor einigen Jahren wurde ein Aromarat etabliert. Das hat es zuvor schon gegeben für den Wein und dann für diverse Genussmittel. Und jetzt hat man das dann also hier auch für Liquids gemacht. Da sehen Sie, es ist 2019 publiziert in Nicotine and Tobacco Research. Und die haben hier also 900 verschiedene Geschmacksrichtungen da hinein integriert. Und voriges Jahr wurde das Ganze dann noch aktualisiert. Mittlerweile haben die Autoren hier 15.000 verschiedene Liquids oder Geschmacksrichtungen von Liquids identifiziert. Das ist eine ungeheure Menge. Und jedes dieser Aromen, die hier gelistet sind, ist wieder eine komplexe Mischung von 10, 20, 30 bis hin zu 70 Einzelsubstanzen. Insgesamt schätze ich, werden 200 bis 300 verschiedene Einzelsubstanzen für diese Mischungen verwendet. All diese Substanzen sind für den Verkehr zugelassen und behördlich registriert. Aber man kann natürlich nie ausschließen, dass die eine oder die andere Substanz bei Inhalation dann schädlich ist, weil Lungenepithelzellen exponiert werden, die beim Verzehr nicht exponiert werden. Ja? Da gibt es dann auch Studien in Zellkulturen, da hat man das Diacetyl zum Beispiel identifiziert, das mittlerweile bei uns verboten ist. Zimtaldehyd wäre ein weiterer Kandidat, der in Zellkultur hier toxische Wirkungen hat.
Ich möchte aber betonen, ob das übertragbar ist auf menschliche Dampfer, wage ich zu bezweifeln. Ja? Aber wenn man auf der sicheren Seite sein möchte, könnte man natürlich Aromastoffe, die jetzt in Zellkultur Schädigung machen, sich jetzt aber ausschließen. Es gibt ja noch hunderte andere, die man auch verwenden kann. Ja? Ein Sonderfall ist die Sucralose, das ist ein Thema, das vor einigen Jahren hochemotional diskutiert wurde. Sucralose zersetzt sich bei Erhitzung über 120 Grad in toxische polychlorierte Kohlenwasserstoffe, in Dioxine, die wirklich ekelhafte biologische Wirkungen haben. Ich kenne das Expositionsniveau nicht, das kenne ich auch heute noch nicht, darum mache ich auch kein gesondertes Video darüber, worum ich immer wieder gebeten wurde. Ich kann es einfach nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, dass diese Substanzen mir hochgradig unsympathisch sind und dass ich darauf verzichte, Liquids mit Sucralose zu dampfen. Ich habe aber auch leicht reden, weil ich keine süßen Liquids mag. Ja? Wie auch immer, einige Hersteller haben mittlerweile entschieden, keine Liquids mit Sucralose mehr anzubieten, ja, aus Sicherheitsgründen. Ob das jetzt überreagiert ist oder nicht, wissen wir erst, wenn es wirklich gute Expositionsstudien gibt, die aber meines Wissens nicht verfügbar sind. Ich würde von den Herstellern zumindest fordern, dass sie das deklarieren, damit Konsumenten sozusagen eine Entscheidung treffen können, nehme ich das Risiko mit ein bisschen Sucralose in Kauf oder nicht. Wahrscheinlich ist das Expositionsniveau sehr niedrig und man schädigt sich nicht. Aber wir wissen es schlichtweg nicht. Mehr möchte ich dazu zu diesem Thema jetzt auch nicht sagen. Das ist nicht mehr, was ich damals schon gesagt habe. Tatsächlich beruhen aber die Aromenverbote nicht auf der Schädlichkeit der Aromen, auch wenn das in der Öffentlichkeit oft so interpretiert wird. Da sehen die Leute, es werden Aromen verboten, vermutlich weil die schädlich sind. Nein, das ist nicht der Fall. Die Schädlichkeit steht da gar nicht zur Debatte. Tatsächlich geht es ausschließlich darum, dass Kinder verführt werden durch die Aromen. Das ist also Erwachsene wie ich, die dampfen Tabakliquids wie Marlboro, ja, und die Kinder dampfen Mango und Candy und solchen Kram. Das ist so die Vorstellung der Regulatoren, die keine Ahnung haben. Ja. Sofern sie das wirklich glauben. Weil es zeigen nämlich ausreichend Studien, dass das nicht der Fall ist. Wir wissen das alle. Ja? Wir haben vielleicht zu Beginn mit einem Tabakliquid begonnen. Ich habe auch am Umstieg das erste Liquid war Marlboro Liquid. Ja? Aber relativ bald habe ich entdeckt und so geht es vielen, vielen anderen, dass eigentlich Fruchtliquids und anderes durchaus wohlschmeckender sind als Tabakliquids. Und wenn ich sage, es ist durch Studien belegt, dann möchte ich hier ein Bild zeigen. Das ist publiziert in 2018 und das ist deshalb interessant, weil die Zahl der Betroffenen so hoch ist, nämlich über 20.000. Und was wir hier sehen, ist, dass die Nutzung von Tabakliquids um die 10% liegt. Wesentlich häufiger werden also hier Frucht, Candy und andere. Also diejenigen, die man den Kindern unterstellt, werden hier von Erwachsenen Dampfern benutzt. Das betrifft ja ausschließlich Erwachsene. Ja. Es ist also einfach nicht richtig, dass wir als Erwachsene keine Fruchtliquids wollen. Ich esse auch gern Erdbeereis. Vielleicht geht es Ihnen auch so, oder Schokoeis. Ja. Sonst ist mir das lieber als Schnee, ja, zu lutschen. Aber das, meines Erachtens, ist ja das Argument nur vorgeschoben, um die Attraktivität der E-Zigaretten einzuschränken. Man macht sie teuer und man macht sie grauslich. Die Raucherquote beträgt bei uns ca. 15-20% unter Jugendlichen, je nach Land und nach Daten. Ja? Trotz Jugendschutz. Der Jugendschutz funktioniert da offensichtlich nicht. Als Regulator würde ich mich doch zuerst mal darum kümmern, diese rauchenden Kids wegzubekommen von den Tabakzigaretten, ja? Bevor ich mich um das vergleichsweise harmlose Dampfen kümmere. Das wäre dann der nächste Schritt. Aber zuerst einmal müssen wir schauen, dass wir die Raucherquoten unter Minderjährigen runterbekommen. Und dazu wäre festzustellen, dass, und da gibt's gute Daten dazu, dass ca. 20% der Jugendlichen einen Wunsch verspüren, Nikotin zu konsumieren. Worauf der beruht, ist unklar. Da gibt's Wissenschaftler, die das beforschen, also Psychologen, Neurowissenschaftler, die versuchen, die Ursachen herauszufinden. Das ist, mag genetisch sein oder umweltbedingt sein, ich weiß das nicht. Aber 20% haben ein Bedürfnis, Nikotin zu konsumieren. Und da erscheint es mir doch sinnvoller, wenn die das Nikotin über E-Zigaretten konsumieren, als wenn sie das über Tabakzigaretten tun.
Faktum ist, dass Verbote nichts nutzen. Jugendliche kommen an ihre Produkte. Das sieht man an der Raucherquote, das sieht man an dem häufigen Komasaufen unter Jugendlichen und Ähnlichem. Also der Jugendschutz funktioniert nicht. Ich kann aber nicht die E-Zigaretten verantwortlich dafür machen. Und ich kann vor allem nicht ein Produkt Erwachsenen sozusagen entziehen oder die Verfügbarkeit für Erwachsene einschränken, um Jugendliche zu schützen. Es gibt den Alkohol beim Supermarkt zu kaufen, es gibt Zigaretten an jeder Ecke und es sollte selbstverständlich auch aromatisierte E-Zigaretten geben, denn nur mit den entsprechenden Aromastoffen kann ich wirklich nachhaltiger für einen Umstieg sorgen. Wir kennen weltweit die Regulierungen zur Einschränkung von E-Zigaretten. Ja, das ist hier, die Argumente, die ich hier bringe, sind alle vorgeschoben. Worauf das alles beruht und was die Motivation dahinter ist, ich werde oft gefragt, auch dann von Rauchern, die mir das dann irgendwie glauben, was ich ihnen erzähle. Die sagen, ja, aber warum werden wir von den Medien und von der WHO und anderen Gesundheitsorganisationen dermaßen in die Irre geführt? Das würde hier zu weit führen, diese Analyse hier durchzuführen und den Hintergrund zu diskutieren. Deshalb verweise ich auf ein Video, das ich gemacht habe, zu dieser Kontroverse, wo ich nur über diese Hintergründe rede, und ich mache Werbung in eigener Sache. In meinem Buch über E-Zigaretten habe ich diesem Thema eigenes Kapitel gewidmet. Es würde also hier zu weit führen, das ausführlich zu diskutieren. Ich würde Sie nur bitten, dass Sie mir glauben, dass Sie in die Irre geführt werden, aus ideologischen, finanziellen und sonstigen Gründen. Es gibt einfach viele Interessensgruppen, die für die es ganz wichtig wäre, hier die Raucherquoten einer auf der einen Seite aufrechtzuerhalten und die Dampferquoten möglichst niedrig zu halten. Worauf das beruht, wie gesagt, möchte ich hier nicht weiter diskutieren. Wer jetzt wirklich motiviert ist, umzusteigen, da geht es jetzt wirklich nur mehr um umstiegswillige Raucher und nicht die Dampfer, wer wirklich dazu motiviert ist, findet genügend Hinweise, Anleitungen in Facebook-Gruppen, auf YouTube, in Dampferforen, auf Instagram, also in allen möglichen Kanälen. Und auch ich habe ein Video zu dem Thema gemacht, das ist, glaube ich, das Video Nummer 4, ganz zu Beginn gewesen, wo ich Empfehlungen für Einsteiger bringe. Und sehr ausführlich diskutiere ich dort einen Punkt, und den möchte ich abschließend hier noch kurz erwähnen, und das ist der sogenannte Dual Use. Das heißt, dass man, während man bereits aufs Dampfen umgestiegen ist, noch immer eine gewisse Anzahl von Zigaretten raucht, entweder mehr oder weniger. Diese Phase des Dual Use kann unterschiedlich lang dauern. Laut Umfrage, die der BVRA voriges Jahr veröffentlicht hat, schaffen das ca. 60% oder tun das, ich will das Wort schaffen hier gar nicht erwähnen, tun das ca. 60% der Umsteiger auf Anhieb, also von heute auf morgen, aber bei ca. 40% dauert es. Ich kann mich selber outen, bei mir hat es 3 bis 4 Wochen gedauert, wo ich zwar bereits gedampft habe, aber doch noch jeden Tag 2, 3 Zigaretten geraucht habe. Und diese Periode kann auch länger dauern, das kann auch 1, 2 Jahre dauern. Bitte machen Sie sich deshalb kein schlechtes Gewissen. Die WHO und Gesundheitsorganisationen behaupten zwar, dass nur ein Totalstopp was bringt, aber das ist schlichtweg Unsinn. Die WHO hat mit der Behauptung, dass die Reduktion des Rauchens keinen gesundheitlichen Vorteil bringt, ein pharmakologisches Grundgesetz, nämlich das Grundgesetz der Dosisabhängigkeit, per Dekret außer Kraft gesetzt. Ja? Selbstverständlich sind die toxischen und biologischen Wirkungen aller Substanzen dosisabhängig. Und bei einer entsprechenden Verringerung der Dosis reduziere ich auch die Schädigungen des Schadstoffes sind. Ja? Ich diskutiere das, wie gesagt, in diesem Video mit den Empfehlungen zu den Einsteigern relativ klar und hoffe, dass ich Sie überzeugen kann. Glauben Sie bitte diesen Unsinn nicht. Das widerspricht ja auch dem gesunden Menschenverstand, den wir ja Hausverstand nennen. Ja? Wenn Sie weniger Schadstoffe inhalieren, haben Sie weniger Schädigung. Das ist eigentlich relativ einfach. Schön. Mit diesem Ausblick und in der Hoffnung, dass vielleicht doch der eine oder die andere dann sich zum Umstieg überreden lässt oder sich entscheidet, das einmal auszuprobieren, und in der Hoffnung, dass mein Video dazu beigetragen hat, verabschiede ich mich wieder, wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Sommer, gegebenenfalls noch einen schönen Urlaub, falls Sie den nicht hinter sich haben, und wir werden uns bestimmt früher oder später wieder auf diesem Kanal wiedersehen. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.